Okay, wissenschaftliches Schreiben, das möchte ich jetzt in dieser Bildschirmvorlesung erläutern. Es wird im Wesentlichen darum gehen, so die zentralen Merkmale wissenschaftlichen Schreibens zu kennzeichnen. Also wodurch zeichnet sich wissenschaftliches Schreiben aus im Gegensatz zu normaler Sprachverwendung, zu Alltagssprachverwendung. Ich werde auf ein paar ständig passierende oder sehr häufige Fehler hinweisen. Und ein Großteil wird dann auch sein, dass ich auf Beispiele aus der Literatur eingehe. Hierzu sind Beispielartikel in den Moodle-Kurs hochgeladen. Ja, praktische Übungen, die sind für den Präsenzteil der Veranstaltung vorgesehen. Die werden wir jetzt hier heute natürlich so nicht machen können. Aber ich hoffe, dass wir das auch in dem Moodle-Kurs dann über Diskussionen und Frage-Antwort und so weiter realisieren können. Ja, jetzt aber erstmal zu den wichtigsten Merkmalen wissenschaftlichen Schreibens. Also da wissenschaftliches Schreiben natürlich ganz zentral dadurch funktioniert, dass Sprache als Medium verwendet wird, ist es klar, dass wir auch eine perfekte Sprachverwendung sicherstellen sollten beim wissenschaftlichen Schreiben. Das heißt, Orthographie, Grammatik und so weiter, das sollte alles wirklich perfekt funktionieren. Verwenden Sie die relevanten Hilfsmittel, also schauen Sie mal, wie man Worte richtig schreibt. Das ist im Internet relativ einfach. Und beachten Sie auch die Prüffunktionen, die Korrekturfunktionen der Textverarbeitungssysteme von Word beispielsweise wird Ihnen immer wieder mal ein Wort rot unterschlängelt. Dann sollten Sie prüfen, was ist denn da los. Nicht immer ist das dann tatsächlich ein Fehler. Sehr häufig sind es einfach Wörter, die Word so noch nicht kennt. Und dann können Sie durch Rechtsklick und Akzeptieren dafür sorgen, dass das in Ihre persönliche Wörterdatenbank aufgenommen wird. Aber was bei mir zum Beispiel immer wieder vorkommt, ist, dass ich Studienarbeiten abgegeben bekomme, in denen wirklich Tippfehler auf diese Art und Weise von Word markiert worden sind. Und das muss wirklich nicht sein, dass sowas übrig geblieben ist. Denn wenn man tatsächlich beim Schreiben des Textes einen Hinweis bekommt, dass da was falsch ist, dann erwarte ich von Studierenden mit einem hinreichenden Investment in Richtung Sorgfalt, dass solche Fehler wirklich nicht mehr drin sind. Das gilt übrigens auch für Grammatik. Auch Grammatik wird unterschlängelt, dann nicht rot, sondern in einer anderen Farbe. Also schauen Sie da genau rein. Und das Stichwort Sorgfalt ist gerade auch schon gefallen. Ja, wie gründlich Sie hier sind, darin zeichnet sich dann Ihre Sorgfalt aus. Und machen Sie sich das klar, dass Ihre Benotung und überhaupt der gesamte Eindruck Ihrer schriftlichen, wissenschaftlichen Arbeit natürlich davon ganz entscheidend lebt, ob Sie es schaffen, den Eindruck zu vermitteln, dass Sie wirklich an jeder Stelle mit größtmöglicher Sorgfalt gearbeitet haben. Das heißt eben auch, dass es nicht nur keine normalen Rechtschreibfehler gibt, sondern eben auch keine Sorgfaltsfehler wie versehentliche Feststelltaste oder ähnliches mehr. Es ist Ihnen überhaupt nicht vorzuwerfen, wenn Sie beispielsweise im Bereich Rechtschreibung nicht besonders sattelfest sind. Sie können dann ein Korrekturlesen durch Dritte durchaus hinzunehmen. Sie finden auch bei uns an den schwarzen Brettern immer wieder Werbung von Personen, die fürs Korrekturlesen sich dann auch bezahlen lassen, also die da Profis sind. Und das ist natürlich so der sicherste, gleichzeitig aber auch teuerste Weg, den man da gehen kann. Überlegen Sie sich das, ob das nicht eventuell eine sinnvolle Investition sein kann, mal mindestens in der Bachelorarbeit. Ja, in Studienarbeiten kann ich nachvollziehen, dass Sie vielleicht nicht motiviert sind, dafür viel Geld auszugeben. In der Bachelorarbeit ist es etwas, was man sich wirklich nochmal überlegen kann. Und das ist auch vollkommen okay, wenn Sie erstmal innerhalb der Studierendenschaft hier Seilschaften bilden, wenn Sie sich umhören und herauskriegen, wer im Bereich korrekte Sprachverwendung wirklich sehr, sehr gut ist und Sie dann halt hier
Austauschprogramme fahren und sich wirklich Korrektur lesen lassen von Leuten, die es gut können. Das ist dann auch keine unerlaubte Hilfe. Also unerlaubte Hilfe ist nur, wenn andere, wenn Dritte ihnen wirklich Text schreiben. Aber von ihnen geschriebenen Text in ein perfektes Deutsch zu bringen, das ist keine unerlaubte Hilfe. Da kann nichts passieren. Ja, dann, wodurch sich wissenschaftliche Sprache von der Alltagssprache auch abgrenzt, ist dieser Bereich Objektivität, Sachlichkeit, Neutralität. Die ganzen Beispiele, die ich jetzt hier in Klammern angeführt habe als Beispiele dafür, wie man es nicht machen sollte, das ist von mir tatsächlich so jetzt nicht ausgedacht, sondern das sind Sachen, die ich so in Studienarbeiten oder teilweise auch Bachelorarbeiten bekommen habe. Und Sie werden das hoffentlich im ersten Beispiel direkt erkennen, was hieran das aus meiner Sicht alltagssprachliche ist. Und so etwas hat in einer wissenschaftlichen Arbeit nichts zu suchen. Genauso auch blumige Darstellungen und Übertreibungen, wie jetzt hier das mit dem Armen in der Kirche. Das ist hoffentlich relativ schnell eingängig, warum das nicht geht. In eine ähnliche Richtung zeigt hier dieses parteiische Argumentieren, hier moralisch wertlose Individuen. Sie sollen ja in einer wissenschaftlichen Arbeit aufzeigen, dass sie sich wirklich sachlich, faktenorientiert und nicht schon mit einer vorgefertigten Meinung und durch diese quasi limitiert mit einem Gegenstandsbereich auseinandergesetzt haben. Das werden Sie alles nicht tun können, oder zumindest mal nicht glaubhaft vermitteln können, wenn Ihre Sprache nicht auch dazu passt. Das kommt auch in dem letzten Punkt hier zum Ausdruck, dass Sie keine Einseitigkeiten zeigen sollen. Das ist jetzt ein Beispiel, das habe ich etwas abgewandelt. In Wirklichkeit habe ich das hier nicht in einer schriftlichen wissenschaftlichen Arbeit erlebt, sondern in einer Präsentation im Rahmen der Lern- und Forschungswerkstatt. Das ist also tatsächlich auch so passiert. Ich konnte meinen Ohren kaum trauen und meinen Augen auch nicht, als meine Gruppe auf der Bühne stand und berichtet hat, dass ihre Hypothese in Bezug auf die Fragestellung so und so und so war und dass sie dann Umfrageergebnisse erzielt haben, die da in die Gegenrichtung zu ihrer eigenen Vermutung zeigten. Soweit war ich noch zufrieden mit dem, was ich hörte. Und dann setzte die Rednerin fort und sagte, wir bleiben trotzdem bei unserer Hypothese, weil die sich einfach besser mit unserer Einstellung und unserer Erwartung verträgt. Das ist etwas, was einem wirklich die Schuhe auszieht aus wissenschaftlicher Sicht. Denn dann kann man sich tatsächlich die Frage stellen, warum dann überhaupt noch Daten erheben, wenn man sowieso beschlossen hat, dass man bei dem bleiben wird, was man sich selber ausgedacht hat. Also das kann keine Wissenschaftlichkeit sein. Zur Objektivität und Neutralität gehört, dass Sie gegebenenfalls auch damit klarkommen, dass etwas rauskommt, was Sie nicht erwartet haben, oder dass etwas rauskommt, was dem, was Sie erwartet haben, sogar widerspricht. Das ist auch für Sie ist für Sie im Studium überhaupt nicht schlimm. Es ist tatsächlich so, und darüber können wir auch mal diskutieren, dass Sie eine wissenschaftliche Publikation im Regelfall eher dann werden platzieren können in einer Fachzeitschrift, wenn Sie was Spektakuläres rausgefunden haben und das prima theoriekonform ist oder so. Ja, also das wird in der Regel besser hinhauen. Oder tatsächlich auch, wenn Sie Daten gefunden haben, die einer gängigen Meinung total widersprechen. Das ist auch publizierbar. Also Hauptsache, Sie haben was rausgefunden. Was Ihnen aber halt wirklich passieren kann, ist, dass Sie einfach nichts rausfinden, ja, dass die Daten nichts wirklich hergeben. Und sowas werden Sie dann in der Regel nie publiziert bekommen. Aber Sie brauchen im Studium nicht publizieren. Sie sollen im Studium nur beweisen, dass Sie wissenschaftlich arbeiten können. Und deswegen ist es vollkommen okay, wenn Sie durch geschickte Argumentation dann klar machen, wie das eventuell zu erklären ist, dass sie nichts rausbekommen haben, dann ist damit genauso eine Eins möglich wie mit einem spektakulären Ergebnis. Es ist halt dann nur nicht publizierbar. Aber für Sie geht es jetzt erstmal ja darum, dass Sie Ihre Prüfungsleistungen gut unter Dach und Fach bringen und das ist, wenn Sie Objektivität, Sachlichkeit und Neutralität einhalten, immer gewährleistet. Das nächste, Informativität und Nachvollziehbarkeit. Also wissenschaftliche
Texte sind in erster Linie Informationsquellen. Das ist keine Unterhaltungsliteratur, sondern hier sollen Informationen rübergebracht werden. Deswegen ist das ihr Grundziel. Sie wollen die Leute gut informieren, Informationsquellen liefern. Und dazu sollte die Informationsdichte in ihrem Text wirklich maximal sein. Das heißt, es geht darum, nichts Überflüssiges zu schreiben. Es geht aber auch darum, gleichzeitig das, was Sie schreiben, so verständlich wie möglich darzustellen. Dazu sollten Sie wirklich eine klare Sprache verwenden. Ja? Verzichten Sie auf eine unnötig komplizierte Satzstruktur. Seien Sie präzise. Das ist etwas, was man meistens erst beim nochmaligen Durchgehen eines Textes schafft. Also das geht mir selber auch so, wenn ich einen Text geschrieben habe, dann schleichen sich da irgendwie automatisch zum Beispiel alle möglichen unnötigen Füllwörter wie eigentlich und übrigens und keine Ahnung was, so ein Quatsch schleicht sich da ein. Löschen Sie da raus und straffen Sie Ihren Text, bringen Sie den zusammen, kürzen Sie, damit beim Lesen tatsächlich schnell Informationen deutlich werden und klar werden. Und natürlich muss Ihre Argumentation logisch stringent sein, der Text muss gut aufeinander aufgebaut sein. Führen Sie Ihre Leser argumentativ von einem Gedanken zum nächsten, und überspringen Sie nicht irgendwelche wesentlichen Schlussfolgerungen oder ja, so dass es am Ende quasi inhaltliche Brüche gibt. Das soll nicht sein, sondern Ihr Text sollte so in sich verständlich und stringent und logisch sein, dass Ihre Gesamtargumentation dann auch überzeugend erscheint. Ein ganz spannendes Thema ist die Verwendung der Ich-Form. Also sollen Sie in Ihren Texten schreiben, ich habe das und das gemacht oder ich bin der und der Ansicht oder sollte man das vermeiden? Sie werden hierzu ganz unterschiedliche Positionen lesen können. Das heißt, das ist umstritten, aber die meisten Autoren, die sich mit wissenschaftlichem Schreiben beschäftigen, die befürworten die Einhaltung der Regel, man sollte die Ich-Form vermeiden. Der Hintergrund davon ist eigentlich auch wahrscheinlich verständlich. Wir haben ja schon über Sachlichkeit und Neutralität gesprochen und es ist relativ klar, dass ein Text, der das Ich enthält, immer irgendwie einen subjektiveren Charakter hat als ein Text, in dem nicht von Ich gesprochen wird, also in dem keine persönliche Meinung in diesem Sinne vertreten wird. Deswegen kann man an manchen Stellen versuchen, das dann durch Alternativformulierungen auch objektiver klingen zu lassen, wie hier zum Beispiel in dieser Klammer, ja, ich verstehe so das. Stattdessen kann man sagen, die Datenlage kann interpretiert werden. Und das werden Sie sehen, dass mindestens mal im Theorieteil es eigentlich problemfrei und schmerzfrei machbar ist, auf das Wörtchen ich zu verzichten. Im Empirieteil, da ist das praktisch unmöglich und auch nicht sinnvoll, denn im Empirieteil beschreiben Sie Dinge, die Sie selber gemacht haben, die Studie, die Sie selber durchgeführt haben. Und da ist es dann zu künstlich und irgendwie absurd, wenn Sie versuchen, jetzt hier irgendwie sich drumherum zu wursteln. Was manchmal, wenn Sie Texte lesen, was Sie sehen werden, ist, dass die Personen schreiben statt ich, dass sie die Autoren schreiben. Das kommt dann unter Umständen besonders merkwürdig daher. Also es kann sein, dass es Ihrem Sprachgefühl irgendwie sehr stark widerspricht. Nehmen Sie es zur Kenntnis. Sie müssen es nicht selber so machen, aber Sie können sich diesen Satz ja mal quasi so selber anhören. Den Vergleich zwischen die Autorin ist der Ansicht das oder ich bin der Ansicht das. Und vielleicht merken Sie es, dass dieses ich bin der Ansicht das ein bisschen subjektiver klingt als die Autorin ist der Ansicht das. Ja, dieses die Autorin, der Autor, das klingt ein bisschen objektiver, externer, auch wenn es so irgendwie hintenrum ist. Ein bisschen in eine ähnliche Richtung geht, dass Sie häufig statt ich wir als Wort sehen werden, sogar dann, wenn ein Text nur von einem Autor ist. Dass dann kein Autor bzw. keine Autorin
wo die Person unter einer multiplen Persönlichkeitsstörung oder wie man richtigerweise inzwischen sagen muss, dissoziativen Identitätsstörung leidet und irgendwie mehrere Personen in sich hat, sondern dieses Wir hat halt auch nochmal einen objektiveren oder weniger subjektiven Charakter als ich. Das ist der eine Punkt. Und der andere ist aber noch eher der, dass auch dann, wenn für einen Text eine Einzelperson als Autorin oder Autor oben drüber steht, meistens doch ein Team von mehreren Personen dahinter steht und das Wir damit dann also auch tatsächlich wirklich stimmig ist. Also suchen Sie sich eine geeignete Version aus. Mein Rat ist der, im Theorieteil komplett auf Ich verzichten und wirklich sachlich von der dritten Person aus argumentieren. Im Empirie-Teil dann durchaus ich oder wir, Sie jetzt in Gruppen, LF1-Gruppen von wir sprechen, kein Problem. Und in der Diskussion durchaus auch ich oder wir verwenden, weil in der Diskussion, da ist ja dann spätestens wirklich der Teil Ihrer Arbeit gekommen, wo Sie persönlich Stellung beziehen, wo Sie persönlich diskutieren, wo Sie Sachen auch bewerten und so weiter. Und das muss dann auch nicht mehr unter dem Deckmantel von irgendeiner Objektivierung verschwinden. Was nicht heißt, dass Sie hier jetzt beliebig vorgehen sollten. Ja, also die persönliche Meinung, das ist etwas, was auch oft gefragt wird. Darf ich denn bei wissenschaftlichem Schreiben überhaupt nicht meine persönliche Meinung sagen? Doch, dürfen Sie. Im Regelfall ist tatsächlich der Diskussionsteil, der Fazitteil dafür die richtige Stelle. Aber da sollen Sie auch Ihre Meinungen nur dann darbieten und erklären, wenn Sie sie sinnvoll und stringent herleiten können. Das heißt, wenn Sie wirklich auch mit Ihrem Theorieteil und Ihren Befunden irgendwie vernünftig unterlegbar sind. Ja, also es ist völlig inakzeptabel, wenn dann da steht, ja, und ich bin eigentlich der Meinung, dass Begründung keine. Ja, das läuft nicht, das geht nicht, das dürfen Sie in wissenschaftlicher Arbeit nie machen. Ja, ein paar beliebte Fehler. Ich habe hier nur so eine kleine Hitliste, nur 4 Punkte, aber es gibt wirklich eine so unglaublich große Fülle an Fehlern und auch Sachen, die mir in schriftlichen, wissenschaftlichen Arbeiten präsentiert werden, dass das hier wirklich nur ein ganz, ganz klitzekleiner Ausschnitt sein kann. Das erste ist Falschschreibungen aller Art. Ich habe oben 2 Beispiele eingegeben, die Sie hoffentlich sofort erkennen werden als fehlerhaft. Wenn nicht, dann googeln Sie mal, was da los ist. Beziehungsweise, nee, ich werde es Ihnen jetzt direkt sagen. Bei Standard, dem ersten Wort, muss da hinten ein D hin statt eines T. Das ist also über jeden Zweifel erhaben. Und das ist ein Wort, was Ihnen Word auch auf jeden Fall so dann markieren wird. Interessanter ist hier dieser Widerstand. Der Widerstand, von dem wir in den sozialen Berufen meistens sprechen, der schreibt sich ohne E. Ja, es ist ein Widerstand mit nur einem I. Das heißt, dieses E, der dritte Buchstabe hier, der ist verkehrt. Aber es kann gut sein, dass Ihr Textverarbeitungssystem diesen Widerstand, so wie er jetzt hier steht, mit IE, dass er den nicht unterkringelt, weil der physikalische Widerstand, das Bauteil, was Sie in einem Radio oder so drin haben, der schreibt sich tatsächlich mit IE. Ich habe das Beispiel reingenommen, damit Sie sich klar darüber sind, was Ihr Textverarbeitungssystem Ihnen markiert. Das lohnt auf jeden Fall einen zweiten Blick. Aber das bedeutet nicht, dass alles, was Ihr Textverarbeitungssystem nicht markiert, dann auch automatisch richtig sein muss. Also eine wirklich gründliche Korrekturlesung, in der Sie den gesamten Text nochmal screenen, ist nie zu verzichten. Dann das nächste ist auch total spannend, ein Fehler, der auch ganz, ganz, ganz häufig passiert, falsche Singular-Plural-Konstruktionen. Also Sie sehen den Beispielsatz hier. Zu den häufigsten psychischen Störungen, da haben Sie Plural, ja, die Störungen, mehrere, zählen neben der Depression die Angststörung. Und Angststörung ist Singular. Das funktioniert so nicht. Es muss entweder heißen, zu den häufigsten psychischen Störungen zählt neben der Depression die Angststörung. Oder wenn Sie halt wirklich alle Angststörungen meinen, dann eben zählen neben der Depression die Angststörungen. Also schauen Sie da genau hin. Das kommt in wirklich, ich würde mal schätzen, mindestens der Hälfte, wenn nicht gar eher 3/4 der Studienarbeiten, die mir vorgelegt werden, gibt es solche falschen
Singular-Plural-Konstruktionen. Dann auch ein Dauerbrenner, unvollständige Sätze. Die Online-Studie wurde mit dem Programm LimeSurvey durchgeführt, Punkt, und die Datenauswertung mit dem Statistikprogramm SPSS. Das zweite nach dem Punkt hier, das hier, das ist kein voller deutscher Hauptsatz, da fehlt das Verb. Und deswegen, man versteht den Satz zwar, aber er ist schlicht und ergreifend grammatikalisch nicht korrekt und damit sinkt sozusagen Ihr Souveränitätsbonus, was Ihren Umgang mit schriftlichen, wissenschaftlichen Arbeiten angeht. Und das wollen Sie nicht. Das ist übrigens auch so ein Argument, was ich öfter bekomme. Wenn die Fehler nicht sinnentstellend sind und man versteht noch, was da geschrieben ist, dann ist doch alles nicht so wild. Das stimmt schon. Wenn die Fehler nicht sinnentstellend sind, dann ist es besser, als wenn die Fehler sinnentstellend sind. Wenn ich gar nicht mehr verstehe inhaltlich, was da gesagt werden soll, dann ist das natürlich der Worst Case. Wenn ich noch verstehe, was gesagt werden soll, aber trotzdem Fehler dabei passiert sind, dann, ich hoffe, dass Ihnen das eingängig ist, dann ist es trotzdem ein fahler Beigeschmack, der dem Ganzen irgendwie so anhaftet, in dem deutlich wird, Sie waren da nicht sorgfältig oder inkompetent. Und es ist einfach schwer vermeidbar, dann hier nicht doch irgendwie auch negative Halo-Effekte zu haben. Ja, dann, was auch sehr häufig passiert ist, dass es irgendwelche Konstruktionen gibt, wie hier zum einen und zum anderen, die zusammengehören. Erstens, zweitens, zum einen, zum anderen, entweder oder und so weiter. Es gibt relativ viele Sprachfiguren, die aus mehreren Teilen bestehen. Und ich bekomme immer wieder Texte. Da lese ich einen Satz, der geht los mit zum einen, bla bla bla, und dann warte ich seitenlang auf das zum anderen, bis ich irgendwann verhungert bin, und es kommt niemals. Machen Sie das nicht. Schauen Sie, ob die Sprachfiguren, die Sie verwenden, wirklich korrekt verwendet worden sind oder ob Ihnen da irgendein Unfug bei passiert ist. Ja, was auch schwierig ist, also das ist wahrscheinlich mit einer der am schwierigsten zu lernenden Sachen, ist, dass aus sachlich und objektiv dann langweilig wird. Sie können jetzt ja mal die Präsentation kurz anhalten und diese beiden Textpassagen hier lesen. Also einmal oben das, was hier mit Langeweile durch Gleichförmigkeit überschrieben ist, und dann den Alternativtext hier besser durch Abwechslung in der Formulierung. Und versuchen Sie mal zu spüren, inwiefern dieser Textteil hier irgendwie langweilig ist und wodurch das passiert und inwiefern dieser Textteil hier besser gelungen ist. So, ich hoffe, das haben Sie jetzt gemacht und Sie werden wahrscheinlich herausgefunden haben, dass ein Punkt die ständige Wiederholung ein und derselben Sprachfigur ist. Ja? Sie wurden, die Frauen wurden, danach wurden. Also dieses ständige Wurden, das führt hier zu einer deutlichen Langeweile. Dann sind die Sätze auch alle irgendwie sehr gleichförmig aufgebaut. Da ist keine Abwechslung dabei. Es ist so ein Hintereinander weg von immer wieder der gleichen Form, sodass man spätestens beim dritten Halbsatz oder im Halbsatz, hier gibt es ja gar keinen, beim dritten Satz eingepennt ist. Und hier unten ist es dann zusammengefasst worden. Die Satzstruktur ist veränderlich. Sie haben keine solchen Perseverationen wie da oben mit dem ständigen Wurden. Und Sie sehen, obwohl die Information, die drinsteckt, genau die gleiche ist, dass auch durch diese Umformulierung der untere Teil hier ein gutes Stück gestrafft werden konnte. Hier oben haben Sie noch 1, 2, 3, 4, 5, 5,5 Zeilen und hier sind es nur noch 3,5. Insofern dient das sozusagen mehreren Zielen. Der Text ist weniger langweilig, er liest sich flüssiger, besser, spannender. Und Sie sparen auch noch Platz, was beides günstig ist. Was auch ein sehr häufiger Fehler ist, auch wenn der jetzt eigentlich gar nicht so sehr hier in dieses Thema hineingehört, möchte ich ihn trotzdem bringen, weil das einer der wichtigsten oder gravierendsten Fehler ist. Und deswegen möchte ich da gerne eine Redundanz schaffen, indem ich das hier auch nochmal aufnehme, nämlich der falsche Umgang mit Quellen und Zitationen. Zum Beispiel der Dauerbrenner, über den haben wir auch im letzten Semester schon gesprochen, hier dieser Fehler beim Zitiert nach. Sie können wieder kurz anhalten und überlegen, was ist hier falsch? Schmidt 2005 zitiert noch Müller 1999.
Ja, wenn Sie letztes Semester aufgepasst haben, dann müssen Sie sofort erkennen, das kann von den Jahreszahlen her nicht stimmen. Denn bei dieser Konstruktion ist es so, Sie haben das hintere Buch in der Hand gehabt und in dem hinteren Buch ist auf die da vorne genannte Quelle verwiesen worden. Und es ist nicht möglich, dass Müller 1999 schon was gelesen hat, was Schmidt erst in 2005 geschrieben hat. Ja, insofern ist sofort beim Lesen dieser Klammer klar, da ist das schiefgelaufen. Was noch hinzukommt, ist, dass jetzt hier auch keinerlei Seitenzahlen erwähnt worden sind. Das ist so ein, auch daran erinnern Sie sich hoffentlich noch, das ist ein umstrittener Aspekt. Es gibt eben Wissenschaften und Kontexte, wie beispielsweise in der Psychologie, wo das sehr wohl sein kann, dass es keine Seitenzahlen gibt. Aber bei Ihnen in der sozialen Arbeit hier, bei sehr vielen Fachdisziplinen und Kolleginnen und Kollegen, mit denen Sie zu tun kriegen, ist dieses Fehlen von Seitenzahlen von vornherein unerträglich. Das heißt, das sollten Sie sowieso auch immer machen. Der zweite Punkt, was auch immer wieder passiert ist, dass es Behauptungen ohne Beleg gibt. Wie hier in der Klammer eine Behauptung, der man quasi mit Alltagsküchenpsychologie gerne und schnell zustimmt. Aber eine Behauptung, die sich tatsächlich wissenschaftlich so als nicht haltbar erweist. Wenn Sie Behauptungen in Ihren Text bringen, dann müssen Sie auch Belege dafür finden. Wenn Sie etwas denken und Sie finden keinen wissenschaftlich akzeptablen Beleg dafür, dann lassen Sie es lieber sein, weil wenn Sie eben an jemanden geraten, Gutachterin oder Gutachter, der oder die besser informiert ist als Sie, dann kann es sein, dass Sie hier tatsächlich in Wespennest stoßen. Und der dritte Punkt, seitenlange Zitate ohne eigenen Arbeitsanteil. Das wird manchmal von Studierenden tatsächlich verwechselt, dass sie denken, wissenschaftliches Arbeiten ist Gänsefüßchen oben links auf der Seite, dann Copy-Paste mit einer wissenschaftlichen Quelle, Gänsefüßchen unten rechts, Klammer auf, Quelle, ja, Seitenzahl, Klammer zu. Ich habe tatsächlich einmal eine Studienarbeit bekommen, die vollständig so verfasst war, vollständig, von der ersten bis zur letzten Seite. Und der Studierende war dann völlig erschüttert, als er durchgefallen war. Und seine erste Frage war doch, aber ich habe doch korrekt zitiert. Das stimmt, ja, so etwas, so ein Vorgehen, wie ich es gerade beschrieben habe, das ist rein formal korrekt zitiert. Aber gerade das ist natürlich nicht der Sinn der Sache, dass Sie jetzt alles aus irgendwelchen Primär- oder Sekundärquellen einfach nur rauspinnen, sondern letztlich, es muss immer noch Ihre eigene Arbeit sein. Und die eigene Arbeit ist hier nicht darin zu sehen, dass Sie copy-pasten. Aber dieses Verhältnis von Anteil an Quellen, die Sie verwenden in Ihrer Arbeit und wie viele Quellen und ob wortwörtlich oder nicht und so weiter, das sind schon viele Fragen, die teilweise auch kompliziert sind, denen wir uns im Weiteren noch annähern werden. Was auch sehr häufig ist, was gerade in Bachelorarbeiten der sozialen Arbeit auch gerne passiert ist, dass Wissenschaftssprache mit Journalismus verwechselt wird, also zum Beispiel eine reißerische Sprache verwendet wird, wie hier im ersten Bullet Point hier oben, ja, so die heilige Pflicht auf Missstände aufmerksam zu machen, also so eine Art Bekehrung, ich bin berufen zu irgendwas. Das kann so sein, dass Sie das so erleben. Aber im Bereich Wissenschaft sollten Sie eben eher nüchtern und neutral unterwegs sein. Und wenn Sie journalistisch schreiben, wird man Sie unter Umständen schnell verdächtigen, dass Sie unangemessen parteiisch sind. Und dann wird hinterfragt werden können, ob das, was Sie da beizutragen haben, wirklich so gut informiert und informierend ist. Oder auch ein anekdotischer Stil. Ja, das und das und das ist mir selber schon passiert. Ich habe sehr häufig Studienarbeiten bekommen, bei denen die Themenwahl damit begründet worden ist, selber schon mal, also ja, bei mir ist es ja auch relativ häufig, dass Leute irgendwas über psychische Störungen schreiben. Und dann ist die Begründung die, ja, ich hatte diese Störung selber und war da lange in Therapie und deswegen kenne ich mich jetzt damit so gut aus. Das ist in mehrererlei Hinsicht sehr ungünstig. Erstens geht mich das überhaupt nichts an, wegen was Sie in Therapie waren und was Sie alles für Störungen hatten oder haben. Und zweitens ist auch so etwas direkt wieder zumindest potenziell mal
riskant im Hinblick auf ihre Objektivität. Also die Frage wird automatisch entstehen. Ja, sie leiden oder litten unter diesem und jenem. Sind sie jetzt tatsächlich noch mit genügend Abstand zu diesem Untersuchungsgegenstand unterwegs, um den wirklich gültig untersuchen zu können? Also ich rate Ihnen da auch grundsätzlich von ab, sich mit einem Thema maximal intensiv zu befassen, wissenschaftlich gesehen, das sie auch persönlich sehr, sehr stark betrifft. Das kann gut gehen, das kann aber auch total in die Hose gehen, weil sie eben feststellen werden, dass wissenschaftliches Arbeiten immer wieder mit massiven Grenzen einhergeht und sie frustriert feststellen, wie wenig manchmal gut funktioniert oder wo sie alles Grenzen haben, wo sie Sachen nicht so machen können, wie sie gedacht haben. Und wenn sie dann persönlich überengagiert sind, dann ist es einfach nur frustrierend. So, und jetzt wollen wir uns diese Dinge, die ich erläutert habe, alle mal anhand von Beispielen aus der Literatur anschauen. Ich habe, wie eingangs schon angemerkt, in den Moodle-Kurs 4 Beispieltexte hochgeladen, einen hochwissenschaftlichen Text, Artikel 1, einen so, ja, wissenschaftlich mit kleinen Einschränkungen, Nummer 2, einen populärwissenschaftlichen, Nummer 3 und einen journalistischen, Nummer 4. Holen Sie sich jetzt mal diese Artikel dazu, also öffnen Sie sie sich bei sich am Bildschirm in Moodle, damit Sie da reinschauen können. Lesen Sie sie jetzt auch direkt mal vorweg, bevor Sie hier in der Vorlesung weitermachen. Gegebenenfalls können Sie sich natürlich auch ausdrucken, wenn notwendig, und sich Anmerkungen reinschreiben, denn ich möchte jetzt im Weiteren ein paar Aspekte hervorheben und die in diesen Artikeln direkt aufzeigen. So, ich gehe jetzt davon aus, dass Sie das gemacht haben und rufe jetzt mal diese Artikel auf. Hier als erstes den Artikel Nummer 1. Die hochwissenschaftliche Arbeit, psychosoziale Belastungsfaktoren und negative Emotionalität in der frühen Kindheit, die Perspektive der Mütter, eine Publikation von 2018. Sie sehen, wie solche hochwissenschaftlichen Artikel in Journals tatsächlich meistens aufgebaut sind. Die gehen in der Regel auch in deutschen Beiträgen mit einem englischen Abstract los. Dann kommen Keywords, unter denen man die Beiträge in Datenbanken finden kann. Dann kommt das deutsche Abstract dazu und dann geht der eigentliche Artikel los. Und ich gehe jetzt davon aus, Sie haben den schon gelesen. Und Sie werden mehrere Merkmale gefunden haben, hoffentlich, die zu dem passen, was ich bis jetzt so erläutert habe. Sie werden den eher nüchtern, sachlichen Tonfall der Beiträge hier oder dieses Beitrags hier erkennen. Und ein relativ gutes Kennzeichen für einen hochwissenschaftlichen Text ist tatsächlich meistens auch die Qualität und vor allem Quantität der Literaturverweise. Schauen Sie sich nur schon den ersten Absatz an. Erster Satz von Zielsetzung der frühen Hilfen bis beizutragen, Quellenverweis. Zweiter Satz endet hier bei erwiesen, Quellenverweis. Dritter Satz, die durch Eltern wahrgenommene Emotionalität ist dabei bla 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 bla. Ende, dritter Satz, Quellenverweis. Das heißt tatsächlich, nach jedem einzelnen Satz finden Sie hier oben in diesem ersten Abschnitt einen Quellenverweis. Und es geht mit einer ähnlichen Frequenz weiter. Hier ist wieder der nächste, hier der nächste Quellenverweis. Und wenn Sie sich jetzt, das ist die Quantität gewesen. Also, ich werde das auch oft gefragt, heißt das, ich muss nach jedem einzelnen Satz eine Quelle schalten? Nee, müssen Sie nicht zwingend, aber wenn Ihr Text so dicht ist, wenn die Informationsdichte so hoch ist, dass Sie tatsächlich merken, in jedem meiner Sätze steckt ein Stück Wissen, steckt eine Behauptung drin, dann kann es so sein wie hier, dass Sie tatsächlich nach jedem Satz eine Quelle haben. Was Sie jetzt qualitativ gesehen hier auch erkennen können, ist die ersten Quellen hier, Nationales Zentrum Frühe Hilfen, dann hier Vlodarczyk et al. Und hier Rubin, Stewart und Chen. Und dann die nächste hier, Stith et al. Und noch die nächste ICORS, also nur die Quellen auf dieser Seite. Es sind alles unterschiedliche Quellen. Hier wird nicht immer nur eine Quelle zitiert, sondern alleine schon in dieser ersten halben Seite haben wir
Summa summarum 1, 2, 3, 4, 5 unterschiedliche Quellen. Das meine ich mit ein Teil davon jedenfalls. Ein Teil davon ist das, was ich mit qualitative Aspekte von Quellenstudium meine. Hier wird sich nicht nur auf eine Quelle berufen, sondern auf viele verschiedene. Und das, denke ich, ist auch wieder unmittelbar einleuchtend, inwiefern eine Vielzahl von Quellen, die Sie verwenden, auch dann auf unterschiedlichste Art und Weise deutlich macht, dass Sie sauber gearbeitet haben. Ja? Ihre Argumentation stützt sich nicht nur auf eine Quelle, Sie hängen nicht nur an einer einzelnen Quelle, sondern das, was Sie darstellen, findet sich offensichtlich in der Wissenschaftsgemeinschaft relativ breit begründet auch so wieder. Das ist schon mal wirklich günstig. Dann dieser Beitrag hier, wie Sie vorhin gesehen haben, ist ja von 2018. Jetzt sind zumindest mal die ersten Quellen, die wir hier sehen. 2014, 2017, 2012, 2009, 2015. Die älteste Quelle ist die von 2009, also zum Zeitpunkt des Schreibens dieser Quelle, die wir hier jetzt gerade lesen, war das also 9 Jahre her. Das ist ein weiteres Qualitätsmerkmal, ja? Maximal 10 Jahre alte Quellen, das ist so das Übliche. Wodurch sich hochwissenschaftliche Texte auszeichnen. Jetzt wird das in dem Beitrag hier garantiert nicht durchgängig der Fall sein. Es wird hier auch irgendwo mal Quellen geben, da haben wir schon welche gefunden, hier zum Beispiel 2003, 2006, die etwas älter sind, oder hier eine super, super alte, ja, 1963. Das kann also mal vorkommen, dann braucht es dafür einen spezifischen Grund. Insbesondere, wenn sich das häuft. Ja, entweder, weil man aufzeigen will, es gibt irgendwas historisch Bedeutsames, ja, bei so alten Quellen wie hier, ja, die würde ich nur dann akzeptieren, wenn die Autorinnen hier versuchen, einen historischen Bezug herzustellen. Und ich habe das jetzt nicht präzise durchschaut in der Konzeption hier, könnte man auch machen, aber hier so in der Literatur gibt es keine einheitliche Definition. Möglicherweise möchten die quasi hier über die gesamte begriffliche Entwicklungsgeschichte sich verbreiten. Sieht man ja auch hier, welches bereits in den 60er Jahren entstand. Da haben wir wieder diese 63er Quelle. Also die haben hier einen expliziten Aufschlag auch gemacht, historisch hinschauen zu wollen. Dann ist das okay, aber Sie sollten nicht im Hier und Jetzt etwas begründen mit einer Quelle, die älter als 10 Jahre ist. Also historisch alte Quellen gehören eigentlich nur dann in einen Text, wenn es dafür einen sinnvollen Grund gibt. Ja, und so können Sie diesen ganzen Text jetzt einfach weiter durchgehen. Sie werden all diese Aspekte, die jetzt hier angedeutet worden sind, wiederfinden und haben hoffentlich jetzt einen Eindruck davon bekommen, was in diesem Text aus meiner Sicht jetzt hochwissenschaftlich ist. Ich gehe jetzt mal in den zweiten Text hinein. Das ist dieser hier, den ich als so dazwischen, zwischen hochwissenschaftlich und populärwissenschaftlich irgendwo untergebracht habe. Sie sehen einige Facetten, die passen voll zu dem Text, den wir gerade gesehen haben. Also es gibt auch hier ein Abstract, erst auf Deutsch, dann auf Englisch. Das ist halt je nach Journal, mal so, mal so, mal so. Wir sehen als Autor Professor Dr. Bertsche und Professor Dr. Como Zipfel. Das sind die beiden Autoren dieses Beitrags, also offenkundig auch, wenn man dem Titel mal glauben darf und auch sieht, wo die aktiv sind, alle beide an der Hochschule Würzburg-Schweinfurt. Also es sind beides offenkundig schon wissenschaftlich beschlagene Personen. Der gesamte Anstrich passt auch. Auch der Verlag, Springer Verlag, ja, das passt alles. Das ist hier eine Fachzeitschrift aus den Springer Fachmedien. Also passt alles in Richtung Wissenschaftlichkeit, insofern im grünen Bereich. Aber jetzt lesen Sie mal den ersten Satz hier oder den Anfang. Ja? Wir schreiben das Jahr 2016. Dies sind die Abenteuer der Spezies Mensch am Ende der Epoche ihrer Alleinherrschaft, auf ihrer Reise zu neuen Lebensformen und neuen Zivilisationen. Ich glaube, da braucht man nicht sehr viel Sprachgefühl, um sofort zu bemerken, dass das jetzt deutlich abgewandelt ist gegenüber dem hochwissenschaftlichen Sprachverwenden in dem Text, den wir zuvor hatten. Also da wird es sprachlich schon ein bisschen anders. Aber wir haben auch hier immer noch, wir haben viele Quellen, ja. Hier ist eine Quellenverwendung,
Dann hier haben wir noch eine. Also es sind nicht so viele wie in dem Text vorhin. Ja. Sie sehen hier auch seitenlange oder absatzlange Ausführungen ohne Quellenverweis. Insofern denke ich mal, ist es spürbar, welche Unterschiede es da schon gibt. Aber das hier ist immer noch auch etwas, was Sie natürlich für Ihre Arbeit verwenden dürfen. Letztlich alles, was in Fachzeitschriften publiziert ist, dürfen Sie verwenden. Und diese Fachzeitschrift hier zählt insofern völlig dazu. Aber Sie spüren, denke ich, schon so die ersten Unterschiede. Das wird jetzt noch deutlicher, wenn wir in das hineinschauen, was ich so in Richtung populärwissenschaftlich hier ausgewählt habe. Das ist auch immer noch in einer Fachzeitschrift, in Anführungszeichen sozial extra. Das ist aber jetzt keine so hochwissenschaftliche Fachzeitschrift mehr wie die erste und auch nicht so mit dem Anspruch wie die zweite, sondern diese Fachzeitschrift versucht sich viel stärker auch von von der Auswahl der Texte, von der Gestaltung der Texte auch an Praktikerinnen zu richten und quasi die auch dafür zu gewinnen, das dann mit Interesse zu lesen. Und wenn Sie sich diesen Beitrag, den Sie ja jetzt auch gelesen haben, wenn Sie da reinschauen, werden Sie sehen, dass wir eine Vielzahl an Merkmalen haben, die jetzt von den üblichen Gepflogenheiten wissenschaftlichen Arbeitens abweichen. Also, aber in keinem der Fälle gilt es zum Beispiel, dass jetzt mit der Sprache schlampig umgegangen wird. Ja, das ist nach wie vor hier auch eine Top-Sprache. Aber schauen Sie sich zum Beispiel hier sowas an wie diesen Satz: Die Schere zwischen Armen und Reichen nimmt zu. Viele Menschen, zum Teil ganze Familien, befinden sich in Vergeblichkeitsfallen, denen sie aus eigener Kraft kaum entkommen. 1,5 Millionen Menschen haben keinen Bildungsabschluss und keine Perspektive auf die Integration in den Arbeitsmarkt. Ergebnis einer verfehlten Sozial- und Bildungspolitik. Also Sie sehen hier gleich mehrere Merkmale, die sich mit objektivem, sachlichem, wissenschaftlichen Arbeiten so nicht vertragen. Erstens, es fehlt hier völlig jede Quelle. Hat konkrete Zahlen wie 1,5 Millionen Menschen haben keinen Bildungsabschluss, weit und breit keine Quelle zu sehen. Sie haben eine ganz konkrete auch Wertung mit drin, ja, verfehlte Sozial- und Bildungspolitik. Das kann man durchaus nicht mehr als neutral bezeichnen. Sie haben auch eher so was Metaphorisches, ja, die Schere zwischen Arm und Reich. Also viele Merkmale, die deutlich machen, das hier ist ein Text, der nicht in erster Linie wissenschaftliche Zwecke verfolgt, sondern wo wirklich auch eine Meinung kundgetan werden soll, wo gewertet wird und so weiter. Was aber nicht bedeutet, dass er völlig unwissenschaftlich ist. Also Sie sehen hier in der ersten Spalte gibt es überhaupt keinen einzigen Verweis, hier dann aber schon in der zweiten Spalte, Vergleich Bildung in Deutschland 2010, da haben wir mal einen Quellenverweis. In der dritten Spalte hier hinten gibt es wieder keinen und so weiter. Also lesen Sie auch das nochmal durch, legen Sie die Texte nebeneinander. Diese drei sind in einzelnen Facetten nur so zu trennen und es gibt da durchaus noch sehr viele Ähnlichkeiten und Gemeinsamkeiten. Aber ich denke, wenn Sie die wirklich nebeneinander legen und sich damit mal 2 Stunden beschäftigen, dann werden Sie merken, dass es Ihnen sehr hilft für das eigene Finden der richtigen wissenschaftlichen Sprache. Ja, und der dritte, der hebt sich jetzt komplett davon ab. Spiegel Online-Artikel zum Thema Verschwörungstheorie. Und das können Sie jetzt auch sich im Vergleich damit anschauen. Ja, hier zum Beispiel Alex Jones ist der Betreiber eines Webshops für Potenzmittelchen, Gehirntonikum, verschwörungstheoretische Literatur und Ausrüstung für die bevorstehende Apokalypse mit einem angeschlossenen Unternehmen, das ich lieber nicht Medienhaus nennen möchte. Also sehr leicht hier viele, viele Unterschiede zu wissenschaftlichen Texten zu erkennen. Und Sie können im Grunde genommen sagen, oder ein hilfreiches Merkmal, mit dem man das unterscheiden lernen kann, ist tatsächlich, dass journalistische Texte in erster Linie dazu da sind oder damit arbeiten, Gefühle zu aktivieren. Ja, die verkaufen sich über Gefühle. Und da helfen starke Ausdrücke, Übertreibungen, Metaphern und so weiter, wie zum Beispiel hier finstere Verschwörungstheorien.
Apokalypse, ja, also starke Ausdrücke, heftige Ausdrücke, die möglichst viele Gefühle beim Leser, bei der Leserin ansprechen. Denn sowas wird gelesen, sowas wird geklickt. Auch hier unten, ja, sie fürchten sich noch nicht genug. Na gut, dem können wir abhelfen. Also völlig anderer Stil, völlig andere Herangehensweise, völlig anderes Ziel. Und ich denke wirklich, wenn Sie diese vier Texte so nebeneinander legen, dann bekommen Sie deutlich Eindrücke dafür, wie Wissenschaftssprache funktioniert und wie in Absetzung davon andere Sprachen funktionieren. Ja, das war es im Wesentlichen, was ich Ihnen zeigen wollte. Und es wird für Sie jetzt nur so funktionieren, dass Sie in der Auseinandersetzung mit diesen und anderen Texten dann versuchen, selber an Ihrer eigenen Sprache zu arbeiten. Also das ist auch ein Übungsprozess. Sie müssen jetzt anfangen, selber zu schreiben. Dann sollten Sie Ihre Texte untereinander austauschen, sich faires, aber doch auch kritisches Feedback dafür geben und dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Hier muss man üben. Ich kann Ihnen nicht jetzt, ja, ich kann Ihnen ganz leicht erklären, wie funktioniert ein richtiges Zitat oder so, ja? Oder wie geht diese Zitiert-Nachversion? Wie ist das richtig zu machen? Und wenn Sie es einmal kapiert haben, dann werden Sie es nie wieder falsch machen. Aber die richtige wissenschaftliche Sprache, das ist eher etwas, was sich so herausformen muss im Verlauf der Zeit. Das ist nichts, was Sie jetzt so auf einen Schlag hier mal sehen und hören und dann direkt machen können, sondern jetzt gilt es, dran zu bleiben und das selber zu üben. Und dafür werden wir hoffentlich im Verlauf der Veranstaltung und in der gesamten LF dann auch, wo Sie es einsetzen können, zuerst und dann später im Studium bei anderen Studienarbeiten noch genügend Gelegenheit haben. Das war's für heute. Bitte versuchen Sie das jetzt anhand der Beispieltexte für sich umzusetzen und dann auch wieder gehen Sie ins Diskussionsforum zu diesem Wochenblock und schreiben Sie da Ihre Meinung, stellen Sie Ihre Fragen, diskutieren Sie miteinander, damit wir möglichst gewinnbringend hier auch online ins Gespräch miteinander kommen und das Ganze erarbeiten können.